Hallo, mit diesem Bild möchte ich dir einen Einstieg in die gegenstandslose Malerei geben. Ja, in dem letzten Video hatten wir schon das Thema Bildaufteilung und da haben wir uns eine Landschaft vorgestellt. Heute geht es um absolute gegenstandslose Malerei. Ja, und für viele ist es dann eben auch schwierig bei der gegenstandslosen Malerei. Wie teile ich ein Bild auf? Und deswegen kann man eben eingefärbte Bindfäden auf die Leinwand legen und dann erhält man eine willkürliche Bildaufteilung, die einen inspirieren kann. Es ist auch schöner, wenn man schon mal was auf der weißen Leinwand hat, um einfacher an die Farbe zu gehen, weil jetzt habe ich hier schon eine Farbe drauf. Ich kann jetzt nichts verkehrt machen in dem Sinn. Und ja, mir fällt als Anfänger der nächste Schritt eben leichter. Ich werde das Bild auch wieder mit diesem Tortenheber spachteln. Einfach auch, damit ihr seht oder du siehst, dass es ein tolles Werkzeug ist und ja, du einfach loslegen kannst. Mein Werkzeug mache ich erstmal wieder nass, dann kann ich besser damit die Farbe auftragen. Und ich starte auch mit einem Weiß, weil ich meine, für dich ist es einfacher, mit einem Weiß zu starten, weil du dadurch besser das Werkzeug kennenlernst und Weiß hier neutral ist. Du deckst auch mit dem Weiß schon Linien wieder ab. Das heißt, du kannst sie abdecken, wenn du möchtest und dich da auch da inspirieren lassen. Welche Linie lässt du stehen? Welche Linie nimmst du weg? Wie sieht es überhaupt aus? Inspiriert dich das? Inspiriert dich das auch zu einer neuen Aufteilung? Ja, und damit kannst du erstmal dich eingrooven sozusagen. Ja, und wenn das für dich dann soweit ist, nimmst du einen Farbton, der dir gefällt und ziehst den einfach mal dazu. Und du kannst jetzt eben der Einfachheit halber, weil es ja so quasi vorgegeben ist, nahe der Linien bleiben und da erstmal Farben zu einarbeiten. Das Schöne ist auch gerade dadurch, dass das Weiß im Untergrund ist. Verläuft sich die Farbe oder lässt sich die Farbe noch leichter verarbeiten und ineinander arbeiten. Das heißt, du kannst jetzt hier nass in nass arbeiten. Ich selber will eigentlich nur ganz viel malen gerade und zwar so malen, dass ich möglichst lange an der Oberfläche arbeiten kann. Das kann ich ganz gut, wenn ich nass arbeite. Und ich möchte pastelliger arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt schön mit dem Weiß wieder über meine Farbe gehen und bringe sie dadurch in einen Pastellton. Das heißt, der leuchtet nicht so stark. Also ich gehe eher in eine helle Nuance, nicht in so eine Farbtiefe. Und was du hier ganz schön sehen kannst, du kannst das Werkzeug flach oder mit dem Werkzeug flach über die Fläche gehen, aber auch wunderbar mit der Kante arbeiten. Ich kann die ganze Farbe wieder abziehen. Das macht total viel Spaß.
Ja, und dieser Spaßfaktor, damit meinte ich eben auch, ich will einfach nur malen. Ich will mich inspirieren lassen, mitnehmen lassen von dem, was ich sehe. Ich nicht eigentlich keinen Plan. Ja, jetzt möchte ich gerne noch einen Farbton dazu nehmen. Ich bleibe in der Blaufamilie und nehme ein dunkles Pariser Blau dazu. Was du hier ganz gut sehen kannst, ich mische jetzt die Farben auf der Leinwand. Also ich gebe einen Farbton dazu, die Farbe unten darunter ist noch nass und ich mische direkt auf der Leinwand. Der Untergrund ist relativ in einer Farbhöhe. Und jetzt ziehe ich eben einen Farbton, einen Buntton noch dazu, der wieder satter ist und damit gehe ich wieder in die Höhe. Jetzt habe ich alles wieder ineinander verwischt und ja, ich lasse mich immer wieder neu inspirieren und arbeite sehr, sehr lange und gucke immer, gefällt es mir nicht. Ach, hier könnte ich noch was machen, da könnte ich noch was machen. Und darum geht es jetzt letzten Endes auch. Ich mag auch nochmal jetzt diesen Grau-Blauton, der entstanden ist. Und ich habe ja auch noch Tiefen darunter und auch Höhen darunter, sodass ich eben ein ganz interessantes Farbspiel auch habe. Ja, mir fehlen immer wieder Farbkontraste, obwohl ich es eben gar nicht so kräftig malen möchte, intuitiv. Aber es fehlt trotzdem immer wieder etwas und deshalb gehe ich immer wieder auch mit einem kräftigen Farbton drüber.
Ja, vorhin habe ich ja schon einmal ausprobiert, wie der helle Ton an der Oberfläche aussieht. Und jetzt mische ich mir nochmal aus den Farben separat einen Farbton an, der eben farbkräftig ist, aber dunkel. Ja, so die Farbrichtung gefällt mir ganz gut. Und das Türkis könnte ich noch mal an die Oberfläche bringen. Und ich glaube, ich nehme einfach auch noch mal die Bändchen und lege die auf das Bild. Also auch nochmal das Türkis nach oben bringen und ja, so lasse ich es dann auch. Also eine ganz gegenstandslose Malerei. Jeder kann jetzt natürlich das drin sehen, was er gerne möchte. Aber es geht letzten Endes auch darum, eben um Höhen und um Tiefen, um die Bildaufteilung. Wie kriege ich überhaupt ein Einstieg in ein gegenstandsloses Bild und dem Spaß haben an der Farbe, den Farbtönen und auch dem Werkzeug. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, du konntest wieder was für dich mitnehmen und freue mich über dein Like
auch über deinen Kommentar und über dein Abo natürlich. Danke. Tschüss.